Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und selbstverständlich auch Eglodim zu einer neuen Aufnahmesession, kann man so sagen, von Super Mario Party mit dem Zwergenfürst. Ja, ich bin heute mal Goomba. Mit Goomba bin ich heute unterwegs. Ja, der kleine Fratz, der hat es auch mal nötig, der darf auch mal Party machen. Er tritt heute gegen seinen Boss an, ja, so sieht's aus, gegen Bowser. Er tritt gegen, ja, sie haut schon ab vor ihm, hat ein bisschen Angst, Rosalina, und natürlich gegen Luigi, den kleinen Krimi. Na dann, ich würde mal sagen, kurzerhand, brechen wir auf. Das nächste Spielbrett, Mario Party, Riesenobstparadies, ja, kann man direkt so sagen, der Kleine ist reif für eine Insel. 10 Runden reicht, 60 Minuten, auf geht's. Da sind wir, da ist das Team, kann's losgehen. Und da sehen wir die hübsche Insel, die hübschen Inseln, Mehrzahl. Das sind 4 in der Stück. Ein Riesenobstparadies. Willkommen im Totenpangen, im Tropenparadies. Abenteurer, ja, und hoffentlich Sonnencreme mit dabei. Ja. Du bist zum ersten Mal hier, oder? Ja, hier in dieser Map schon. Es gibt insgesamt 4 Inseln. Sehen wir uns doch mal an. Auf der Millioneninsel gibt es 2 Funkensprüher. Was wohl passiert, wenn man sie anzündet? Auf der Geschenkinsel liegen 2 Geschenkkisten. Was wohl drin ist? Auf der Ananasinsel gibt es einen Spezialladen. Was für tolle Sachen man da wohl kaufen kann. Seht mal, Riesenwaffel ist da. So schnell kann ich nicht lesen. Über die Röhren kann man von der einen Insel zur anderen hüpfen. Jeweils schräg über eine Insel kann man damit hüpfen. Die Brücken verbinden die Inseln gegeneinander. Keine Ahnung, irgendwas in dieser Art. Ich konnte nicht so schnell lesen. Das wär's. Viel Spaß beim Inselhüpfen. Wie sieht's mit den Regeln aus? Die kennen wir schon. Nein, haben wir nur 2-mal gehört. Gut, dann benötigen wir jetzt die Reihenfolge der Spieler. Bitte würfeln. Na komm, Goomba, streng dich diesmal an. Streng dich an, habe ich gesagt. Nicht würfeln in der 1. Es geht schon wieder los. Oh Mann. Sogar sein Boss ist besser als er. Und Goomba beschließt die Runde. Oh nein. Ich sehe es schon wieder kommen. Auch in dieser tropischen Idylle hier. Und geht's trotzdem bergab mit uns. Naja, wenn Goomba spielt. Als Startkapital bekommt jeder 5 Münzen geschenkt. Na dann. Sterne sind der Schlüssel zum Erfolg. So viel ist ja klar. Wo also befindet sich der Erste? Toadette zeigt es uns. Sie bringt den ersten Stern hierhin. Na, sie bringt den Stern nicht hin, sie hat ihn in ihren Händen oder er schwebt über ihrem Kopf. Sammle genügend Münzen und komm dann zu diesem Feld. Wer sich wohl die meisten Sterne zählen wird. Ui, das wird spannend, dann mal los. Na, vielleicht endlich mal ich. Vielleicht werde ich mal nach 2 Brettern, die ich verloren habe, endlich mal Erster. Ja, sieht momentan noch nicht so danach aus, aber mal schauen, was mein Würfel zumindest macht. Ich habe jetzt auch wieder einen personalisierten Würfel. Nein, nicht personalisiert. Personalisiert würde heißen, dass ich einen Zwergenfürstwürfel habe. Und ich habe zumindest einen Goomba-Würfel. Okay, der Würfel sieht gar nicht so schlecht aus. Aber er kann auch Nullen würfeln. Also Münzen. So, er nimmt den normalen Würfel. Mein Boss, den müssen wir besiegen.
Du Bowser, den müssen wir bezwingen. So, dann ist der kleine Goomba am Zug. So, was kann denn mein Würfel? 3, 4, 5, 6 und plus 2, ja, also 2 Nullen sozusagen. Ja, nicht übel, aber auch nicht gerade spitze. Ja, wir nehmen den normalen Würfel. Na komm. Und zack, eine 2. Ach, oh, ist es. Gehen die Würfel hier schon wieder los, das ist. Ich hoffe, das bleibt nicht dabei und ich würfle nicht wie im letzten Spiel hier. Nur noch 1 und 2. 1 vs. 3 Minispiel. Klotz, Kanoniere. Das haben wir tatsächlich noch nie gespielt. Alle Bauklötze umschließen, nicht Blauklötze. Die Kanone des Einzelspielers muss erst abkühlen, bevor sie wieder schussbereit ist. Ah, okay. Anvisieren tut man damit. Okay, ich bin der Kleine dort rechts. Und dann, zack, damit schießen. Verstehe. Zack, zack, zack. Okay, alles klar. Zum Anfang. Das Minispiel kann beginnen. So, wir gegen sie. Achso, wir sollten vielleicht mal oben anfangen. Ganz abzuräumen. So, zack, 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 zack. Komm, ich hab den Großen abgeräumt. Das muss doch was wert sein. So, zack, ich schieße mal hier unten gegen. Oh, oh, Rosalina ist schon sehr weit. Sind meine Teamkameraden denn gut dabei? Na komm, zack, zack. Super, wir waren Erster. Aber Rosalina besiegt. Luigi, Bowser und Goomba gewonnen. Das ist ein gutes Team. Ja, auf jeden Fall. Luigi, Bowser und Goomba. Alles klar. Die Kombi, die ich mir da ausgewählt habe. Der Sieger sind wir. Ja. Rosalina auf Platz 4. Och, die Arme. Da wird so hart zurückgewiesen schon im ersten Minispiel, in der ersten Runde. 6. Kann er würfeln mit seinem Würfel. Aber würfelt schon nur eine 1. Naja, geht's nicht nur mir so. Ich hoffe wirklich im Ernst. Das legt sich in dieser Runde hier. Also nicht in dieser Runde, aber in diesem Brett hier. Das kann ja nicht wahr sein, dass man hier wirklich das hier nur noch schlechte Würfel mache. Und jetzt will ich mal 6 und 5 sehen, das ist hier. Ja. Sie ist schon drüben. Im Bowser ist der Zug. Na, gucken wir mal, was der so macht. Eine 4. Naja, das geht ja. Das kann man akzeptieren. Und hops, ein besonders eigenes. Bowser durch die Röhre. Wie passt denn der da rein? Und Goomba ist am Zug. Na dann. Und wirklich mal. Drückt mir die Daumen. Zack, eine 5. Ja, nice. Habt ihr gut die Daumen gedrückt. Ihr seid die Besten. Und wusste ich doch, dass ihr die besten Zuschauer seid. Schleim, Schleim. So, da sind wir bei den anderen. Nur Luigi fehlt meines Erachtens nach noch. Oh, 2 vs. 2. Ich mit Rosalina. Oh, Vitaminviereck. Warum wird es eigentlich immer das mit den Fragezeichen? Schon irgendwie seltsam. Aufgabe. Die vorgegebenen Formationen umrahmen. Das Quadrat mit dem gewünschten Obst kann an 2 Stellen erstellt werden. Ah, okay. Den Text habe ich jetzt nicht ganz geschnallt, aber... Achso, ich muss mit Rosalina jetzt was bilden. Natürlich ist die Batterieleistung schwach von meiner Konsole. Wo bist du, Rosalina? Was machst du? Alles klar. Ach so, da drüben steht, was wir umrahmen sollen. Alles klar, jetzt so ein Äpfel. Nee, das ist falsch. Wir sollen Apfel, ja, das sieht passend aus hier, ja. Oder? Ja. Rosalina, was machst du denn?
Okay, hab's verstanden, muss jetzt nur noch auf mein Kommen hoffen. Das ist ja ein blödes Spiel. Ja, hier unten, Rosalina, komm runter. Was machst du denn? Ach. Da hab ich, glaube ich, gerade gepennt. Naja, auf geht's. So, geben wir unser Bestes. Das ist nicht zu schwer. Ja, hier, komm. Rosalina, bleib hier. Rosalina, was machst du? Aha. Wo die da unten abhängt. Und das Ding. Da drüben ist eins. Hier. Hier. Rosalina, komm runter. Rosalina. Hier. Ach, Mann. Ja, das hätte auch gegangen, aber die ist... Oh, runter, komm, das ist hier. Oh, Mann. So, die Kombi. Hier, das geht. Rosalina. Verdammte Scheiße, was macht denn die? Oh, mit einem Kombi zu spielen ist nicht immer leicht. Meine Fresse. Rosalina ist schuld. Guck mal, die ist sogar auf Platz 4. Die sind alle auf normal gestellt. Also so ist es nicht. Ist natürlich gut, wenn man schlappe Leute als Gegner hat, aber wenn man mit denen in einem Team kämpfen muss, ist das schon ordentlich blöd. Das ist ein besonderes Ereignis? Nein, ja. Irgendwie schon, aber jetzt stehen wir alle auf einem Fleck. Alles klar. Jetzt ist natürlich Rosalina die Erste am Stern, weil sie als Erstes würfelt. Alles klar. Hätte ich einen Punkt mehr gehabt auf dem Würfel, dann wäre ich wohl als Erste da gewesen. Ja. Das geht ja gut los. Die von hinten kommt jetzt aufrücken. Das ist, verstehe die Taktik. Verstehe die Sache. Und jetzt bin ich der Hinterste. Dann darf ich vielleicht mal aufrücken. Was nennt das? So, auf welche Insel geht sie jetzt? Toadette. Wo gehst du hin? Ach, da drüben hin. Da waren wir doch. Da muss jetzt wieder zurück. Dann beeilen wir uns mal, dass wir als Erstes wieder rum sind und wieder in die Röhre springen können und bei Toadette landen können. Nein, soll ich landen nicht gemeint. Woran ihr so denkt. Oh. Ah, ein Negerblooper. Die Überquerung der Brücke ist nicht ohne. Sei vorsichtig. Ach, diese grünen Felder, die lösen dann ein spezielles Ereignis, ein besonderes Ereignis aus. So war's. So, Ende 2. Na, das freut mich doch sehr. Und wenn gegen eine 2 würfeln, dann ist das gut. Ein Gumma ist am Zug. Na, komm. Mach das Beste draus. Hops. Eine 2. Ja, wenn ich eine 2 würfle, ist das nicht so toll. Minispiel. So. 2 versus 2. Ich mit meinem Boss. Ja. Ich mit Bowser. Gegen die 2 Guten. So passt es doch eigentlich, oder? Was kann man es machen? Ergiebige Ernte. Ah, okay, verstehe. Ja, so macht man es nicht. Haben wir gut vorgemacht. Will ich natürlich euch mal zeigen, wie man es nicht macht. Muss man auch mal demonstrieren. Hab's verstanden. Auf geht's. Nur dieser einen Knopf, das ist nicht allzu schwer. Achso, ich bin da drüben und... Ah, und Bowser ist da unten. Alles klar. Dann muss ich das abfangen, dass die so viele abfangen, dass die Prinzessin das nicht kriegt. Ja. Muss ich alles wegfangen, dass dann Rosalina weniger kriegt. Ja, die kriegt den Stachel. Kommt es natürlich darauf an, wie scheiße ich bin und wie gut Bowser da drüben absahnt. Ja, knapp gewonnen, würde ich sagen.
und über den Bowser gewinnen. Dann die Bösen mal wieder gegen die Guten triumphiert. Was? Ein Half-Half mit Bowser. Das ist doch alles, was sich ein Goomba jemals wünscht. Ein Traum. Jetzt muss ich ihn leider besiegen. Momentan führt er noch. Ist er noch weiter vorne, aber... Ich muss auch Bowser bezwingen. So geht es mir jetzt unbedingt. Eins. Aha. Ha. Rosalina ist am Zug. Würfelt eine 5. Warum würfelt die immer so gute Zahlen wie Rosalina? Als anfangs nicht wirklich, aber. Itemfeld. Einen einfachen Turbopilz. Für Rosalina. Alles klar, Bowser ist am Zug. Der kriegt jetzt wieder eine Niete. Na. Zack, nice. Sagt sich doch. Kopf da hoch. Ah, ein Glückstalwürfel. Ja, den bräuchte ich auch mal. Den hatte ich noch nie. Ich hatte noch nicht so viele Items. Ich hatte erst nur diese Powerwürfel. Okay, ich benutze mal meinen eigenen Würfel hier. Diese Powerpilze, die hatte ich bisher. Na komm, bitte eine gute Zahl. Ach, das ist keine gute Zahl. Jetzt bleibe ich auf dem Feld stehen. Das ist gar nicht gut. Zuck mich nicht an den Stern dran. Nächstes Mal nicht mehr den Würfel. So ein Mist aber auch. Fokussiere, Kamera, los, fokussiere. Ich kann auch gar nicht lesen, was drankommt für ein Minispiel. Bombiges Tennis-Match. Kennen wir doch, haben wir doch schon mal gespielt, oder? Ach, jetzt spielt... Ah, das ist interessant. Ah, alles klar, dann muss ich nochmal trainieren hier. Anvisieren. Ja. Ah, verstehe. Jetzt muss ich auf Bowser schießen. Zack. Ah, alles klar. So viel dazu. Und zack, Bombe. Und zack, Bombe. Zack. Na, zack. Steuerkreuz und... Na, schwierig sich zu konzentrieren auf den Bruder, der hier die Sachen wirft und gleichzeitig auf das, was man da werfen muss. Na, ich bin bereit, los geht's, auf dem großen Bildschirm. Da kommen die Bomben. Start, zack, und zack. Da sind die ersten schon weg. Na komm, den Boss, ich muss dich einfach mal abfeuern. Na komm, sei mir nicht böse, Bowser. Na komm, ja. Goomba, streng dich an. Nice. Goomba hat gewonnen. Das ist ein klasse. Schade, dass Mario nicht hier ist. Den könnte man mal richtig... Den könnte man es zeigen. Okay, ich bin immer noch Vierter. Zu wenig Geld und zu wenig Sterne. Luigi ist am Zug. Der beginnt wohl. Hat wohl die höchste Zahl beim Anfangswürfeln. Eins. Aber hier hat er niemals die hohe Zahl. Naja, Luigi ist wohl schlecht im Würfeln. Schlechter als ich, wie es ausschaut. Nein, ein besonderes Ereignis. Ach so, sie hüpft wieder zurück. Ja, so kann man es auch machen. Naja, die ist jetzt auf der falschen Insel. Ah, da kann sie über die Brücke zurück. Ah, das ist eine gute Taktik. So kann man es auch machen. Oder man kann hier den kurzen Weg da einmal rum nehmen. So wie Bowser es gerade macht. Ich glaube, ich nehme den Weg. Und wähle ein Geschenk aus. Oh, er hat eine Piranha-Pflanze. Futtern ihn gleich weg. So, da ist er gleich wieder zurück. Der Bowser, der krallt sich gleich den nächsten Stern. Oh, na sowas. Bowser hat einen Block gefunden, einen geheimen Block. Und das bringt ihm nichts außer Münzen. Sterne wollte ich sagen, aber es sind nur Münzen. Und was am Zug? Und würfelt hoffentlich jetzt mal eine gute Zahl mit dem normalen Würfel. Na komm,
Na komm, bitte, drück mir die Augen. Eine 2. Das ist mies. Oh nein, ein Pechfeld. Das ist ja noch mieser. Oh wei. Das kann ich derzeit mir nehmen. Willkommen auf dem Pechfeld. Komm, warte, das rollt. Halte das rollt an. Oh, oh. Der Stern wird versetzt. Wie denn das? Ich hab noch gar keinen. Du verlierst 10 Münzen. Ja, okay. Kann mir dann am Ende den Stern nicht leisten. Ich sehe es doch wieder kommen. Minispiel. Auf dem Pechfeld. Bowser versus alle. Bowser gegen alle. Kennen wir doch. Ein bissige Boxierer. Aha. Okay. Alles klar. Ich muss nur flüchten. Ah, verstehe. Stierkampf. Hat man schon mal ein ähnliches Minispiel, wo wir vor solchen rennenden Leuten abhauen mussten. Na, dann Bowser, dann renn mal gegen die Wand. Ich flüchte, so gut ich kann. Na, mich wirst du nicht kriegen. Verstanden. Wir können starten. Und da kommt der Bowser. Auf seinem... Start! Wie heißt das auf dem Kettenhund? Das passt ja sehr gut. Bowser auf dem Kettenhund. Ausweichen. Oh nein! Ich würde sagen, sei der Letzte, der in der Marke bleibt. Verdammt. Bowser hat es geschafft. Er hat alle rausbekommen. In der Zeit. Ich muss das von meinem Boss machen können. Den Bowser. So. Wut, wut. Ja, kann gerade nicht. Handy. Tut mir leid. Schreibe ich nachher, wenn die Aufnahme vorbei ist. 6. Wow. Gut, Luigi. Meine gute Zahl gewürfelt. Nach den ganzen Einsen sei es ihm mal gegönnt. Er nimmt natürlich die grüne. Warum nimmt Luigi die rote, nicht die grüne? Das Glück. Ein Gegner, ein Sternenclown. Wow. Okay, ich habe natürlich wieder keine 30 Münzen. Ist ja klar, dass ich dann erkenne. Sternenclown kann das. Jetzt ist Luigi der Führende. Alles klar. Oh yeah. Stern halten. Alles klar. Ich weiß doch, wie das läuft. Luigi übernimmt den Platz 1. Sei ihm gegönnt. Aber ich will auch mein Gematz. Was ist? Wenn ich dann hier wieder hinkomme zu den Kisten und das Geschenk ziehe und dann. Und dann wieder nur Münzen kriege. Ich bin hier gerade sehr schwarzseherisch, obwohl ich hier auf sonnigen Inseln unterwegs bin. So. Die will als erstes zum Stern kommen. Lola. Wie diese Raupe spricht. Lola. So ganz hoch, so ganz piepsig. Süß. Oh. Das Eis schmilzt oder was? Was für eine Hitze! Ah, jedes Mal, wenn was gekauft wird, steigt die Hitze und das Eis schmilzt irgendwann. Ah, alles klar. Rosa würfelt. Hoffentlich eine sehr schlechte Zahl. Sonst ist er rüber. Ist er eh. Haben wir noch nicht am Stern. Besonders eigenes. Rosa hüpft rüber. Ja, ich weiß nicht, ob das ein besonderes eigenes ist, wenn Rosa mal rüber hüpft. Na komm, streng dich an. Gumba. Dann mach mal was Gutes. Zack. Eine 3. Naja. Ist jetzt nicht sonderlich gut, aber. Ich wähle das Blaue, wenn ich darf. Oh, Lucky Two. Und ich habe nicht genug Münzen. Ist ja klar. Stern oder Münzen? Ja, dann gib hier mal die Münzen her. Die klaue ich von
Bowser, der hat sehr viele Münzen. Kann er mal ein bisschen anknüpfen. So, ein Mist. Den Stern hätte ich gebraucht. Vor allem, weil ich nicht rechtzeitig zum Stern dort hinten komme. Wenn ich so schlecht würfle. Die Würfel sind halt hier alles. Und wenn ich schnell vorankommt, tja. Der kriegt nix. Sei denn, er läuft hier zweimal rum und holt sich dann einen Stern. Das geht natürlich auch, wenn man die ganze Zeit dort im Kreis läuft auf dieser Insel, dann hat man auch irgendwann verflixte Fassis. So. Aufgabe, die Fassis ausweichen. Ach, ausweichen kann ich gut. Oder auch nicht. Ich bin der Gelbe. Bei 3 Kollisionen mit einem Fassi scheidest du aus. Alles klar, soweit. Kann losgehen. Sochen. Ein Gumbas der Gelbe. Der scheidet nicht so schnell aus. Na komm. Lass dich nicht erwischen. Von den Fassis. Oh oh. Oh, da wurde ich wohl erwischt. Ende. Na. Erster. Gumba gewinnt. So. Da sind wir wieder zurück auf den Inseln. Und steige mal ein bisschen an. Ja, Dritter. Vorher war ich, glaube ich, Vierter. Sei wie es sei. Runde 7. Was? Runde 7? Wir sind schon fast am Ende. Ach du Schande. Das geht ja schnell. Halleluja, ich muss ganz schnell einen Stern holen. Ich muss Luigi den Stern abknüpfen. Das geht hier sehr, sehr schnell. Das kam mir aber nicht wie 10 Runden vor. Holla. Sind die Runden hier kürzer oder ist die Zeit für mich so kurzweilig gewesen? Na, Hussa. Runde 7. Ich habe noch nicht einen Stern. Ich bin auf Platz 3. Das müssen wir sehr schnell ändern. Oh nein, jetzt setzt der Rennwürfel ein. Müssen wir wohl nochmal rumgehen. Müssen wir wohl die langweilige Route machen. Und dann Bowser den Stern abmuxen. Das waren schon 7 Runden. Ich bin baff. Nimm jetzt den Stern. Damit hat jetzt der die meisten Münzen hat, gewonnen. Es sei denn, Toadette kommt jetzt zurück auf die Insel, wo ich gerade bin. Das wäre gut, dann könnte ich mir den Stern krallen, nicht knallen. Zwerge bleibt jugendfreundlich. Ja, da drüben. Die 4 Inseln hier, die sind ziemlich kurzweilig, muss ich sagen. Kommt euch das vor wie 7 Runden? Das kommt mir verdammt kurzweilig vor. Das sind doch niemals 7 Runden, oder? Sind es doch scheinbar. Na denn. Würfeln wir mal weiter was Gutes. Im Paradies geht's einem halt gut. Eine 5. Das ist doch spitze. Na dann, rüber. Ach so, kann ich noch nicht. Ja. Weit genug gekommen. Minispiel. Verbündete gibt's ja scheinbar auch noch nicht. 4 Spieler Minispiel. Und da reicht meine Batterie fast. Kleiner Fisch. Na dann, Aufgabe, das Angeln, wo es am stärksten vibriert. Ja. Bewegen tue ich damit. Ah, okay. Spielsteuerung kapieren. Suchen mit vibrieren und dann hochziehen. Zack. Ja, wo vibriert es dann? Hier vibriert es. Oh, ja. Oder nicht, verstehe ich auch nicht. Naja, gut, gehen wir los.
Spielsteuerung kapiert. Kannst losgehen. Ach, da ist so ein Drache am See und den dürfen wir nicht angeln. Oder? Start! Dürfen wir noch Fische angeln. Wo brillt's denn am stärksten? Hier brillt's. Na komm. Okay. War das jetzt gut oder schlecht? Schauen wir mal, was schlecht. Ich bin raus. Alles klar, ich hab's nicht kapiert. Ich hab's nicht geschnallt, worum es geht. Ja. Oh, yeah. Ende. Wir sollten es doch angeln, oder was? Ach so, wer den längsten hat. Ein Gumba hat gewonnen. Ah, ich hab den längsten Drachen. Ja, ist klar. So viel dazu.